Ausnutzen des letzten Stadiums. Los der Seele. Ihr tretet als Mensch in ein Stadium der Entwicklung ein, wo ihr euch zu völlig freien und kraftvollen Wesen gestalten könnet, um dann unbeschwert in das geistige Reich eingehen zu können. Ihr habt diese Möglichkeit und nur euer freier Wille entscheidet, ob ihr diese Möglichkeit nützet. Wenn euch nun einerseits vorgestellt wird ein ewiges Leben in Freiheit, Kraft und Licht, das euch ungeahnte Herrlichkeiten bietet, und andererseits ein Zustand der Not, gefesselt und in qualvoller Finsternis, so müsstet ihr euch der großen Verantwortung bewusst sein und eifrigst danach streben, frei zu werden aus der Fessel. Ihr müsstet alles daran setzen, das Erdenleben auszunützen im Willen Gottes und euch so zu gestalten, dass ihr zum Leben eingehen könnet. Denn einen gewissen Grad des Erkennens besitzet ihr als Mensch, so dass ihr sehr wohl beurteilen könnet, ob ihr euer Erdenleben recht oder falsch nützet. Doch so ihr unwillig seid, kann sich auch der Erkenntnisgrad verringern. Ihr könnet blind sein im Geist und ihr findet dann schwerlich den rechten Weg zum Leben. Jedem Menschen auf Erden ist aber ein geistiger Führer beigegeben, der ihn so lenkt und beeinflusst, dass er doch in sich fühlt, was recht und was unrecht ist. Doch auch dieser achtet den freien Willen des Menschen. Er wird aber niemals ihn verlassen bis an sein Lebensende. Und er wird immer wieder auf seine Gedanken einzuwirken suchen. Er wird auch sein Schicksal beeinflussen, also in jeder Weise ihm seine Hilfe angedeihen lassen, zum rechten Erkennen und rechter Nützung des Willens zu gelangen. Und ebenso wird auch menschlicherseits ihm ein Leben in göttlicher Ordnung vorgestellt werden, weshalb er niemals ganz ohne Hilfe ist und es also nur von seinem Willen abhängt, ob er seinen Reifegrad erhöht, ob er so lebt, dass sich seine Seele stets mehr von der Materie löset und bei seinem Tode alle Fesseln von sich werfen kann, um als freier Geist nun zu weilen im geistigen Reich. Aber unwiderruflich muss die Seele das lostragen, das sie selbst sich erworben hat auf Erden. Und das sollte jeder Mensch bedenken, dass sein Wandel auf Erden bewertet wird dereinst und dass die Seele laut göttlicher Gerechtigkeit nicht anders bedacht werden kann, als sie selbst es sich durch ihren Willen und Lebenswandel verdient hat. Die Menschen sollten, wenn sie schwach im Glauben sind, doch mit der Möglichkeit rechnen und verantwortlicher denken und handeln, auf dass sie der Seele nicht ein entsetzliches Los in Unfreiheit und Finsternis bereiten, sondern dereinst Licht und Kraft ihr Anteil sei. Mahnungen und Warnungen gehen dem Menschen allzeit zu, und so er guten Willens ist, wird er sie beherzigen und streben nach Licht und Freiheit. Amen.